Ein herzliches Willkommen zurück zu Subnautica Below Zero. Wir starten wieder rein. Und ich wollte jetzt einfach mal zur Delta-Station aufbrechen. Was wir ja jetzt letztes Mal... Genau, wir gehen jetzt einmal raus. Und wir nehmen den Nährstoffblock, das Ding. Und achso, wir müssen noch unsere Sachen einmal storen. Das wäre nicht nur hilfreich, sondern auch logisch. So, zumindest ein paar Sachen, was das angeht. Genau. Wir nehmen den Segleiter und fahren weiter. Das könnte uns zum Verhängnis werden. Die 58%. Egal. Was zum... Oh, jo. Tschüss, okay. Wer oder was bist du? Ah, lol. Achso, ja stimmt, da waren wir ja letzte Folge. Das sieht auch immer sehr interessant aus, das hier so runtertropft. Boah, das ist die... Yo, es blitzt richtig und donnert, das ist richtig cool. Aber das ist die Delta-Station. Okay. Also ziemlich laut, hier sind auch Vulkanschlote. Ja, der hat richtig cool gemacht. Also finde ich, es ist jetzt nicht der direkte Nachfolger von Subnautica 1, aber was ich damit sagen will, ist einfach, wenn ich sage jetzt, es ist ein würdiger Nachfolger im Sinne von, es ist ja quasi zwar ein anderer Teil, aber es ist ja immer noch Subnautica-Theme. So, Anleger zur Delta-Station. Okay, perfekt. Nee, das lassen wir mal da. Scan. Rotlicht. Kaffeeautomat. You want some coffee? Können wir machen? Nee, schade. Aber auch gut, dass es einfach so hier draußen ist. Wasser, perfekt. Okay, Wasser brauchen wir, ja. Jetzt haben wir leider kein, Haus Friedensburg. Jo. Was ist das? Lol. Hallo, ich glaube, das wärmt uns auf, ne? Okay, gut. Ja, wir gehen jetzt aber erstmal rein. Die Pflanzen wärmen uns ja auch hier auf, die. Also, ich weiß wohl, dass hier ein Krebs von oben runtergesprungen kommt. Daran kann ich mich erinnern. Es ist nur die Frage, wo. Ich glaube, hier sind wir falsch, weil wir müssen den Dings folgen, den Lichtern von den Menschen, also vom Menschen gebaut quasi. Thermalier. Die sind richtig cool, die sehen schön aus irgendwie. So. Hier, ne? Ne, doch nicht. So. Achso. Ah. Strüppstreif, okay. Ja, okay, gehen wir mal hoch. Ja, genau. Hier raus, glaube ich. Hoppe. Ja, hier vorne, Achtung. Oder? Ah, doch nicht, okay. Aber hier sind wir falsch, oder? Nee, hä? Schnee, lol. Nee, das führt einfach nur im Kreis, hä? Bin ich dumm oder? Oder? Nee, hä? Oh, hier sind wieder diese. Die sehen irgendwie richtig cool aus. Aha, guck mal hier. Moin, Meister. Jo, was? Schwefelkristall. Ah, lol. Haben wir ja alles schon, ne? Das ist das Traurige. Oder nicht das Traurige, das ist schade. Ich glaube, hier kommt das. Ach nee, da waren wir ja schon. Jo, hier ist Lava oder so. Digga. Hier kommt das Ding, genau, jetzt von oben. Ja. Jo. Stop right there, Altera.
I'm not with Altera. Then your position is doubly precarious. What do you mean? If you're telling the truth, you're out of your mind. If you're lying, there'll be hell to pay. Wait! Who are you? Stay off my land. Hmm. Okay. The woman in the exosuit has been traced as far as my technology will allow. It would appear I'm far less alone on this planet than I had anticipated. Okay, perfekt. Scannerraum, nice. Koppels. Mehrzweckraum, ja, nice, perfekt. Dann können wir direkt bauen. Richtig cool. Oh, ich habe die Baupläne noch angeheftet, ne? Fällt mir gerade auf. So, öffnen. Nice. Oh. Was hat ein Altera gemacht? Hier ist auf einmal. Okay. Jukebox, ja. Yeah. Die ist cool. Kannst du Dings Musik abspielen und so. Ja, 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 irgendwie meint. Nährstoffblock. New Blueprint synthesized. Ey. Mir fehlt dieses aus Subnautica New Blueprint discovered oder so. Oder wie das war. New Blueprint synthesized hört sich scheiße an. Muss ich ganz ehrlich sagen, also. Ah. A map will come in handy. I should be able to find my way to Phi Robotics, where Sam worked. Ja, modifiziert. Oh, schade. Oder haben wir jetzt? Wir haben die modifizierte Erziehungsstation. Nice. Was ist das denn? Rasierset öffnen. Schwertrasierset, ah ja. Mal gucken, ob das hier irgendwas bringt, ich bezweifle es, aber. Naja. Wandregal. Na, gehst du wohl. Jeremiah's Bett. Die Aurora, meine ich. Damit was. Aha. So, genau, perfekt. Dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz hier hoch. Da ist irgend so eine Antenne, ne? Toll. Aber. Die geht aber weg, oder wie? Ja. Ein Binnenangel. Geile Aufzeichnung. Kann man hier irgendwie hoch oder. Ah, guck mal. Ah. Das ist aber genau das gleiche Ding wie von der Rakete aus Subnautica 1. Ne, sonst ist hier nichts, ne? Ah, doch. Tastenübungsmodulanschluss. Ah. Seek fluid intake. Ja. Okay, wir müssen zurück. Oder? Ah, nee, gar nicht. Wir haben ja, jo. Vital signs stabilizing. Na. Gehst du wohl? Danke. Gut, dann haben wir hier alles erforscht, erkundet. Denke ich mal, ne? Ja. Ja, haben wir soweit. Gut, dann würde ich sagen, hauen wir wieder ab. Das Highlight dieser Folge, diese Delta-Station. Können wir hier... Oh ja, fuck. Hypothermia imminent. Und Unterkühlung. Ach echt. So schlau war ich jetzt auch. Fuck, 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 fuck. Wir kommen... Nein, bitte nicht. Ja, okay. Hier ist zwar alles... ja, gut. Kann ich. Okay. Die Logik versagt hier komplett, aber egal. So, wir gehen jetzt direkt zum Anlieger und dann können wir direkt abhauen. Da gehen wir noch nicht hin, da können wir auch noch gar nicht hin, weil, ne? Da ist 600 Meter tief und ja. So, jetzt müssen wir einmal gucken. Ich wollte mal gucken, was diese... Sind das irgendwelche Thermenquellen oder so? Das
Die halten auf jeden Fall warm. Das ist gut eigentlich. Relativ gut. Wobei, oh. Oh. Weiter runter. Gut, die Boje würde ich sagen, lassen wir da. Wir haben ja... Oh, was? Digi, wer bist du? Kryptosuchus. Hört sich ja wie eine Seuche oder so. Okay. Oh mein Gott. Was war das? Oh, hier sind ja überall solche Dinge. Hilfe. Oh Gott. Hm. Ja, der hängt fest. Hydrothermal. Oh Gott, da ist ja auch so eins. Ey, wir werden hier alle sterben, ne? Ehrlich, also... Auf einmal, wie in Subnautica 1, der Ghost Evertan kommt der jetzt auf einmal vor mir. Taucht so auf. Die Einstrahlung, ich finde, ich, die haben das besser gemacht als in Subnautica 1. Oh oh. Digga, was ist das? Was ist das? Die Aufnahme geht auch schon wieder jetzt eine Viertelstunde. Ich werde, denke ich mal, Rohaufnahme werde ich immer so eine halbe Stunde machen und das dann runtercutten. Je nachdem, wie viel passiert. Wenn innerhalb von den 15 Minuten zum Beispiel jetzt sehr viel passiert, dann reicht das auch. Aber bis jetzt waren wir ja nur bei der Delta-Station. So, Rainer, ich versuche nur so diese langen Wege rauszucutten, weil das ist ein bisschen nervig auch für euch und langweilig. Boah, die Musik, ne? Ist wieder so geil. Genau. Wir müssen erstmal gucken. Das erstmal weg. Kabelsatz können wir machen. Haben wir schon mal Reserve. Das ist, oh, das ist so ASMR. So, mobile Ver... Ah, hä? Wir haben, ach so, wir haben die Modifizierungsstation. Ich würde sagen, wir machen uns auf die Suche zur mobilen... nach der mobilen Fahrzeugstation, nach den Sachen. Und das wäre dann unsere nächste Aufgabe quasi, die Seebahn zu machen. Damit wir auch da vorne hintauchen können. Jetzt gucken wir mal... Würde ich sagen, wir suchen danach. Also hier ist ja nichts, weil da waren wir ja schon. Ich würde sagen, wir gehen mal in die Richtung. Ich finde es auch sehr interessant, so wie... So das hier, was ist das hier? Das habe ich schon gescannt gehabt, aber... Hm. Vielleicht auch mal durch die Ecken so... Das Problem ist, hier gibt es keine Trümmer wie in Subnautica 1. Hier ist ja nicht die Aurora abgestürzt. Oh, und diese Musik ist so ASMR. Ich versuche auch so viel davon drin zu lassen, wie es geht, oder Übergänge zu machen. An dem letzten Video saß ich jeweils, wenn ein Cut war, dass diese, wenn gleichzeitig Musik war, saß ich, glaube ich, 2 oder 3 Minuten dran, dass dieser Übergang so perfekt war, dass man kaum gehört hat, dass, also abgesehen vom Bild, dass man vom Audio her nichts, keinen Unterschied gehört hat, sondern halt so ein Übergang. Hier ist ein Lochfisch wieder. Ich finde die geil. Oh, wer ist er denn? Ne, geh mal weg. Oh. Was ist das für eine Musik? Kenne ich nicht, tatsächlich. Was ist das? Oh, lol, guck mal, wir haben eine neue Dings gefunden. Ne, ah, hier waren wir schon. Ne, hä? Dann haben wir das Ding übersehen, denke ich mal. Ja. Da ist schon wieder ein Lochfisch. Ich liebe diese Dinge, ne? Ehrlich. Was ist das? Desinfiziertes Wasser. Ah. Das sieht immer so schön aus. Oh. So, jetzt müssen wir uns einmal voll machen lassen tun. Und jetzt gehen wir mal hier runter in die Big
fühle hier. Kann vielleicht sein, dass wir hier schon waren, aber man weiß ja nie. Leuchtsiebkoralle. Hat die etwa ein Sieb? ja, wir haben sie. Wir haben die mobile Fahrzeugstation. Perfekt. New Blueprint synthesized. Oh, ich finde dieses New Blueprint, also die Stimme macht schon kaputt, aber dann noch dieses Synthesized, das macht das voll kaputt, den Vibe von dieser Musik da. Macht das voll kaputt, irgendwie. Boah, 400 Meter, okay, tschüss. Noch 120 Meter. So, Rainer. Perfekt. Jetzt gucken wir mal. Da. Titanbahn, Schmierstoff, Computerchip. Schmierstoff haben wir. Titanbahn können wir auch easy machen. Ja, easy. Also, hier isst man was, dann legt man den Riss noch da rein und fertig. Wobei... Fuck. Dann lassen wir Blei fallen. Wir müssen das hier irgendwie rüber bekommen. Au. Dann lassen wir das lieber fallen. Wir jumpen hier rein und raus. Perfekt. Das Kelp-Dings schwebt zum Glück. Genau, dann können wir jetzt das Titan mitnehmen. Und das können wir hier reinpacken, genau. Titanbahn haben wir. Was brauchen wir für einen Computerchip? Ich glaube Gold, ne? Jetzt haben wir ein Problem. Ah ne, Gold haben wir. Tischkorallenprobe und Kupferdraht. Kupferdraht haben wir. Eine Tischkorallenprobe auch, aber wir brauchen zwei, ne? Das kann jetzt nicht sein, dass es an der Tischkorallenprobe hapert. Anscheinend doch. Warum? Egal. Können wir das hier draußen droppen, frage ich mich. Das löst sich nicht auf, auch gut. Jetzt müssen wir kurz nach einer Tischkorallenprobe suchen und dann haben wir es schon fertig. Hier ist noch ein Fragment des Seegleiters. Der lag aber direkt vor der Tür und wir haben es nicht gefunden. Ach nee, warte, hier gab es gar keine Tischkorallenprobe. Ich glaube, die gab es hier drüben, ne? Ja. Wir haben noch 20% Akku auf dem Seegleiter und bin mir ehrlich gesagt nicht... Da ist schon wieder ein Loch für... Was ist... Was ist das? Ihr seht das auch, ne? Ja. Ah, lol, guck mal, da ist eine Dings. Jo, hier brechen ja die... Oha. PDA. Was? Okay, ich keine Ahnung, was das ist. Jo, was zum... Was ist das? Ah, hatten wir schon. Auch gut, einfach doppelt. Habe ich jetzt nicht gesehen, was das war. Nährstoffblock. Ja gut, weiß ich ja jetzt nicht, ob wir... Es ist halt alles das, was wir nicht brauchen, ne? Das ist halt das Traurige. Oh. Nein. Böse aus. Oh. Fuck. Oh. Wir kommen... Wir müssen weg. Ah, okay. Ich dachte gerade. Ich dachte, wir müssen hier wieder qualvoll ertrinken. Jetzt ist die Frage, woher bekommen wir eine Tischkorallenprobe? Lochfisch. Nee, das ist Anle... da müssen wir hin. Das Ding ist, wir haben Tischkorallenproben überall, aber dann, wenn man sie braucht, findet man sie wieder nicht. Ich glaube, wir sind die komplett... Ja, hier in dem Biom müssen wir komplett falsch sein. Eher hier mäßig, in dem... Weil wir waren ja auch einmal da vorne gerade. Wo ist denn hier eine Tischkorallenprobe? Ich würde sagen, wir gehen mal hier in die Richtung. 10% haben wir nur noch. Perfekt. Wir müssen zurückschwimmen, I guess. Aber das kann doch nicht sein, dass es hier wieder keine einzige Tischkorallenprobe gibt. In Subnautica gab es sie reihenweise irgendwo. Aber jetzt hier gar nicht, oder wie? Na super. Hier vielleicht. Ja, hier, guck mal. Das sieht doch so aus. Hier zumindest.
Müssen wir nur irgendwas Rotes finden, was... Aber irgendwie... Bis 5% machen wir noch, aber danach müssen wir blau rochen. Bis 5% von dem Ding... Oh, Seebahn! Ah ne, die haben wir ja schon, ne? Ja. Unser Inventar ist außerdem voll. Boah, hier gibt's auch viel, Dings. Oh, ja, boah, danke. Nehmen wir direkt zwei Stück mit. Jo, Digga. Okay, ein Hai. Quack, 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 wir müssen nach oben. Das schaffen wir. Oder? Ja. So. Oder? Ja, doch, schaffen wir easy. Boah, das sieht mega hübsch aus. Mega schön. Ehrlich. Ich habe mich jetzt auch mal übrigens an die Mühe gemacht, eigene Thumbnails zu erstellen. Ich habe mir extra Photoshop dafür geholt. Ich weiß nicht, wieso ich nicht GIMP verwendet habe, aber ich wollte direkt mal so loslegen. Premiere Pro kann ich leider aktuell nicht verwenden wegen AV1, aber da gucke ich noch nach einer Lösung. Auf jeden Fall, ja, für jedes Video ein anderes Thumbnail, zumindest probiere ich das. Im Sinne von Hintergrund. Naja, weiter geht's. So, wir haben einen Computerchip. Oh mein Gott, wir haben die mobile Fahrzeugstation. Yes. Dann stellen wir sie direkt auf. Wir haben gar keinen... Ah doch, wir haben Platz. Perfekt. So, wo stellen wir sie auf? Ersetzen wir mal kurz durch den... Mineral meiner Dings da. Guck mal, perfekt. Kaum macht man das, ist hier schon. Ja, egal. So, mobile Fahrzeug. Na, hallo? Gucken wir mal. Als ob. Erweiterte Kabel. Okay, machen wir uns das mal. Ich meine, Titanbahn haben wir schon. Das ist easy. Glas hätten wir rein theoretisch auch schon. Nice. Warte mal. Titanbahn können wir direkt machen. Erweiterter Kabelsatz. Das wird eine Herausforderung. Weil ich weiß nicht, was da reinkommt. Wir haben gar keinen erweiterten... Ah, doch. Och, Leute. Computerchip. Ihr wollt mich doch wirklich... Gucken wir mal. Ich würde sagen tatsächlich sogar, dass wir das dann im nächsten Part machen. Lars, wir könnten jetzt noch einmal kurz eine kleine, in Anführungszeichen, Vorbereitung machen. Wir brauchen 4 Quarzdinger. Ich hoffe mal, dass wir die jetzt finden. Wäre ein bisschen blöd, wenn nicht. Quarz. Ah, guck mal. Auf den Detektor ist Verlass mit seinem wackelnden Arm. Er macht Breakdance. Guck mal, er hat direkt das nächste gefunden, ne? Ah. Ah, eins brauchen wir noch und dann haben wir es schon. Sag jetzt aber nicht, dass wir nur 2 gebaut hätten. Das wäre es noch. Was haben wir denn alles? Ach, Tischkorn können wir auch. Lithium. Ich weiß, das war, das gab es an einer Stelle an der Ecke von der Aurora in Subnautica 1, aber die Aurora gibt es ja hier nicht. Das heißt, ich bin am Arsch, weil ich nicht weiß, wo es das gibt. Da werde ich mich wirklich nochmal reinlesen müssen, also. So, Quarz. Ah, okay, 2-mal. Perfekt. Energiezelle. Das wird interessant. Wie macht man denn Energiezelle? Ah, 2 Batterien. Dafür brauchen wir diese Geißelkörbchen. 1, 2, 3. Uns fehlt ein Geißelkörbchen, kann das sein? Ja. Genau ein Geißelkörbchen fehlt uns. Shit, fuck. Gibt's hier? Ne, hier haben wir schon überall geerntet. Eventually hier. Ja. Ich danke.
Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass man so schnell wie der Dude hier schwimmen kann. So, klar, aber, ne? So, wir können... Jetzt fehlt uns Kupfer. Uns fehlt irgendwie immer was, ne? Wir sollten uns mal so einen kleinen Vorrat anschaffen, wisst ihr, was ich meine? So ein, Danke. So, das sollte es dann gewesen sein, bis auf den erweiterten Kabelsatz, den wir dann in der nächsten Folge besorgen. Energiezelle, perfekt. So. Ich würde sagen, das war's dann mit der dritten Folge mittlerweile, Subnautica Below Zero. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut auch gerne auf Twitch vorbei. Ist überall verlinkt auf meinem YouTube-Channel-Beschreibung sowie Kanal. Verlinkte Links. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.